mal auf die Karte geguckt. Also dahinter müsste gleich wieder runtergehen und direkt ans Meer. Und die Autos machen wieder einen Lärm heute. Die hassen wir zum Teil. Immer diese kleinen, hässlichen, über 10% Rampen. Ach, super, hier liegt es, der Ort. Ja, schicker Strand. Was habe ich davon? Nix. Aus dem Berg kam ich her. Mann, Leute, und solche Berge hier direkt am Strand, ey. Man wisst da Bescheid, ne? Ah, diese Berge meine ich. Guckt euch das mal an. Nun geht's für mich dabei gewesen. Da kommt nix. Ja, alles wunderschön. Alles wunderschön. Da geht's auch ab, wahrscheinlich ins Dorf und dahinter geht's dann auch direkt wieder hoch. Nehmen wir euch mal mit auf Abfahrt, auf die kurze. Ah, erstmal noch ein bisschen Baustelle, ne? Ja. Über die Rumpelstraße. Ja, keine Ahnung, wie das Dorf jetzt hier heißt. Auf jeden Fall kann ich hier wunderbar halten. Ist alles eine schöne Landschaft. Die Herrschaften habe ich jetzt gerade getroffen. Der Mann sprach sehr gut Deutsch, hat in Hannover gelebt. Wahrscheinlich ist er geboren, habe ich auch gehört. Und hier gehe ich jetzt irgendwie was trinken oder sonst was. Schauen wir mal. Ey, gibt sogar einen Campingplatz, ey. Man kommt immer zur falschen Zeit am falschen Ort. So. Ja, Leute, trinken, 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 trinken. Ich habe mich für Kakao entschieden und Fanta. Auch nicht schlecht, ne? Aber ich brauche das. Leute, ich bin so müde, ne? Ich habe vor 12 Uhr 18 Kilometer gerade mal gefahren, oder 20. Ich weiß nicht genau. Boah, und das bleibt alles so, ne? Ich kann so abbrechen und rumfahren, ne? Nervt gerade echt alles ab, ne? Ob das Hintergrundmusik ist und irgendwelche Leute oder kreischende Kinder oder rumstöbernde Katzen, ey. Boah, das heißt, ich bin ganz schön mit den Nerven an der Grenze. Ist aber auch schlimm mit den Bergen. So schlimm habe ich mir nicht vorgestellt. Da ist überhaupt keine gerade Strecke mehr dazwischen, ey. Boah, da muss ich noch was 5-6 Tage durchhalten. Machen wir Sonntag. Also heute, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, dann ist er, ach, ich hab keinen Bock mehr. Also lustig war ja vorhin noch der Mann aus der Türke, der in Hannover geboren ist und Deutsch gesprochen hat, als er mich gefragt hat, wo ich nicht wollte. Und ich sagte nach Anada. Ja, wohin? Anada. Antalya. Nein, Adam, Anada. Anada? Und dann auch. Nein, natürlich Adam. Anada. Hat er auch mich echt gerade abgefangen, ne, als ich gehalten habe, ne, nach dieser scheiß Bergtour. Oh, da hat ich ja Anna da mit Adana vertauscht. Ich konnte so knacken. Ne? Die Augen zumachen, hab ich das Gefühl, ich darf vor deinem Hirn sitzen. Ne? Diese Salbe ist für Muskeln und Gelenkschmerzen, die hau ich mir jetzt drauf. Ich will immer benutzt, weiß gar nicht, warum ich das jetzt erst mache. Doch weiß ich wohl, dass jetzt wieder in die Berge geht. Nächste Etappe, Jungs. Erst einreiben, dann los. So, Handy auf 70% aufgeladen. Die Salbe hoffentlich wirkt jetzt. Ja, schön eingerieben hier. Sieht man, glaube ich, noch ein bisschen her. Und ja, auch wenn es nur ein Placebo ist, aber vielleicht hilft es ja. Boah, das ist warm, ne? 21 Grad sind gemeldet, fühlt sich aber an wie 25, 26. Und der Wind wird nicht unbedingt günstig für mich. Ach, dann mal rein ins nächste Abenteuer, ne? Die Berge um mich rum sind da. Sieht nicht so aus, wenn es hochgehen würde, ne? Aber ich fahre schon wieder nur mit 8 hier hoch. Das ist die Liftke 66. Na, das sind 150 normalerweise bei Tagesetappen. Oh, das wird mehr, sag ich jetzt schon. Hier auf 5 Kilometer 5-6. Und ich bin im Schloss vom Berg. Da hinten der neue Tunnel mit Autobahnbrücke. Ja, nicht Autobahn, mit der Landstraße. Oder doch Autobahn? Hab keine Ahnung. Ich bleib auf dem verkackten D500. Wunderbar.
habe ich jetzt hier gehalten, weil ich dachte, was zu trinken, gar nichts gibt zu trinken. Da sagt er, ich soll Wasser trinken, da aus dem Hahn. Natürlich, dafür halte ich mich. An dem Wasser habe ich genug, also ich meine, Wasser im Hahn, deine Flaschen. Oh, gerade, ich spreche, wenn für 5 Minuten ist mir egal, aber das geht so gut, ne? Fischer Wind dabei, auf 400 Metern Höhe, es wird gar nicht mal so warm. Jetzt guckt euch das Tal an, da sehen wir runter. Oh, da ist das Bild, aber steht so, ja, keine Prozentangabe drauf. Mal gucken, diesmal wackelt es ja nicht so. Natürlich eine geile Abfahrt, 4 Kilometer auch genauso. Genauso wie es hochgegangen ist. Und Achtung, da hinten ein Tunnel. Und diesmal ist er frei. Gott sei Dank. War jetzt nicht gerade die schönste Ecke hier. Zum Pause machen, aber hier ist wirklich ein Supermarkt. Ja, man kann sich da irgendwo hinklappen vielleicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Bänke sind alle voll da hinten. Scheiße. Ja, da jetzt nach einer Pausenstelle ist wirklich hier vergeblich. Ein ganz komisches Örtchen hier, also mal ganz abgesehen hier von diesem brachliegenden Geschäftchen. Ja, verdammt viele Russen halten sich hier auf. Das ist zu erkennen. Und außerdem bin ich gerade auch angesprochen worden. Ruski? Nein, nichts Ruski, Allmann. Ja, also ich glaube, hinter dem Tunnel könnte vielleicht mal wieder was sein. Ich habe gelesen, so die nächsten Kilometer, die hat gar nichts an Örtchen. Warum ist da wenigstens mal irgendwie so eine Oma-Opa-Bude, irgendwie so ein Teestübchen oder irgendwas, ey. Wir haben jetzt 2:30, ne? Und ich bin gerade mal 26 Kilometer gefahren, ey. Ja, da hinten ist die Tunneleinfahrt. Und ich liege immer noch ganz weit über dem Meer. Ganz da hinten kann man sehen. Ne? Ganze 186 Meter, das Ende kann man ja auch schon sehen. Sonst komme ich gut durch. Hallo Helge! Hallo Echo! Na, direkt der nächste Tunnel. Boah, geht auf. Scheiße, ey. Oh no. Ja, besser als über die Berge, ne? Yeah. So, der nächste Tunnel im Blick. Der Blick auch aufs Meer. Da komme ich gerade raus. Na, 836 Meter, ein bisschen länger als gerade. Ich mag das nicht, ey. Das ist so laut da drin. Unbedrohlich.
Wow. Mein Gott. Und direkt Tunnel Nummer 3. Boah. Ist das unheimlich. 248 Meter, ja nur kurz, Gott sei Dank. Da auch noch Leben rauskommen, ist alles gut. Denn da? Gesperrter Tunnel? Ach du Scheiße. Nee. Ah, der nächste Tunnel, Tunnel Nummer 4. Und das heißt ja hoch, ne? Geile Aussicht hier, ey. Wow. Wow. Junge, 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 Junge. Wow. Tunnel Nummer 4. 1000 Meter fast oben bergauf. Oh, Scheiße. No. Ist ja noch alles in Ordnung, wo gut beleuchtet ist. Aber gleich nach vorne wird es wieder ein bisschen dunkler. Und das ist mal die kribbelige Situation. Da hinten könnt ihr sehen, ne? Kann man mich hören? Ja. Leute, ich schwitze wie eine Sau, da die schwimmen hier im Tunnel. Guck mal her. Oh nein. Ja. Oh. Boah, bin ich froh, dass ich da raus bin. Leck mich am Arsch, ey. Alter, sowas von bedrohlich im Tunnel, ne? Sorry. Und da durch die Lautstärke, von hinten kommen die Fahrzeuge, hast du das Gefühl, die sind ganz neben dir und laut und groß und LKW und Bus. So Wahnsinn, ne? Und liebe türkische Autofahrer, tut mir eingefallen, seht ihr Radreisende, ja, in eurem Land, die unterwegs sind, bitte hört auf zu hupen. Dieses Hupen erschreckt enorm. Du bist hochkonzentriert, gerade im Tunnel, und dann hupen die. Du kriegst einen Herzinfarkt, ey. Du weißt von deiner Hauptstrecke ab, dann wird lebensgefährlich. Bitte, bitte, hör auf zu hupen. Habt ihr das noch mitgekriegt? Das meine ich. Direkt neben dir hupen die. Das kann nicht sein, du erschreckst dich zum Tode als Radreisender. Bitte lass es sein. Machen wir eine kleine Abfahrt gefällig. Bitte, 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 bitte. Haben mit Blick nach rechts etwas, ne? Weil da ist das schöne Meer. Das lohnt vielleicht mehr als die doofe Straße die ganze Zeit. Weil links eh nur Fels. Oh nee, da ist auch schöne Berge im Hintergrund. Sonst hier rüberkommen. Ah. Auf jeden Fall zur Tankstelle da. Oder hierhin, keine Ahnung, zum Market oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Pause. Doch erstmal Tankstelle. Oh, Gott sei Dank. So ist besser, ne? Na, so eine Raststätte ist natürlich viel los, ne? Übrigens, das ist ein geiler Service hier. Das sehe ich fast an jeder Stelle, wo es sowas gibt hier wie der Market. Ein Autowisch-Service. Das machen die, glaube ich, kostenlos nebenbei. Wollen wir mal ein Fahrrad machen, ey. Oder kriegen die Geld dafür?